Ist der Umbruch ein bisschen gescheitert? Wir haben gesagt, wir setzen den Umbruch jetzt anders, dass wir alte Spieler nur nehmen, ganz alte Spieler, Jungen alle weg. Ich glaube, dass Jung überschätzt wird, sondern das Entscheidende ist alt, Erfahrung, langsam, verletzungsanfällig. Alles das, was scheiße ist, werden wir jetzt versuchen, in diese Mannschaft einzubauen. Jetzt macht Lotzek das 2:0 sehr spät erst in der zweiten Halbzeit. Irgendwann war das dann doch im Endeffekt ein Fehleinkauf? Also ich sage ja. Es war ja lächerlich, das Tor war ja an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Scheiße gespielt. Also alles, sicher nichts gehalten auch, was er machen soll. Er sollte eigentlich nur stehen vorne und läuft auf einmal und pusht und macht und tut. Also ich gehe davon aus, dass er im nächsten Spiel, erstmal muss er mir das Dienstag erklären. Und dann wird er im nächsten Spiel draußen sein. Das macht für uns keinen Sinn. Christian Fuchs, ja sicher. Umfrage, Ben, Hoppe soll verliehen werden, okay? Benjamin Stambouli, 5 Millionen. Was, wo ist der bei Start? René, okay. Marc Othmar von Köln. Was hat er da gemacht? Boah, stabil. Ist eigentlich noch vor ein Spiel dieser... Nee, ich hatte die Möglichkeit gehabt, Deutschland-Portugal. Ich habe Browski das Ticket überlassen. Du, Sohn? Wo ist der? War der hier bei? Ist er bei Fenner, oder nicht? Auch nicht gut. Geht das schon wieder los? Wir checken mal ab nach Stürmer. Was? Zu teuer, Jungs. Es ist auf allen Ebenen einfach viel zu teuer. Kann ich mir nicht erlauben. Realismus hin oder her. Nee, mir geht's ja, ich sage ja, du kannst ab einem gewissen Zeitpunkt Realismus nicht mehr rein, weil du nicht so weit in die Glaskugel schauen kannst. Mir geht's darum, dass man so ein bisschen, wo für welche Nationen ist Schalke bekannt an Spielern, so. Wisst ihr, was ich meine? Da würde mir halt, wenn ich Schalke, würde ich Belgien, Holland, Deutschland natürlich, Dänemark, Österreich, ne? Bisschen Spanien, so halt aufgrund der Raúl-Zeit, so, ne? Ist zwar einer meiner Lieblinge, aber... Ja, USA zum Beispiel, so in kleinen Teilen, ne? Das meine ich. Aber ein Italiener auf Schalke, so. Polen auch so ein bisschen, ne? Polen auch so ein bisschen. Aber deswegen gucke ich bewusst jetzt nicht so zwingend hier Rui Fonte oder so. Weil Portugiesen auf Schalke. Hat mir jemals ein Portugiesen? Paciência, ja. Der erste so, ne? Stimmt, der erste. Aber so ist er bei mir im Gedächtnis geblieben. Der war sehr gut. Ich glaube, wir probieren die Laie. So, das ist das geringste Risiko, was wir haben. Wenn der gut ist, können wir Kaufoption ziehen. Ist der nicht gut, geht er. Ich will aber nicht 20.000 Spieler leihen. Das geht immer nach hinten los. Aber einem Braithwaite würde ich das absolut zutrauen, dass der uns die nötige Torgefahr da vorne gibt. Würde bei dem Dingen 10 Millionen stehen, dann hätte ich den geholt. Würde da 10 Millionen stehen, ich den geholt. Aber 18 Millionen, das ist... Bruder, wenn der so läuft wie Real Life mäßig, dann haben wir ein Problem. Aber Marc Horner, ich mag den halt einfach, ne? Aber das können wir nicht machen. Und das ist für mich von den Leuten, die hier drauf sind, wirklich der interessanteste, ne? Ich habe ein bisschen noch mit Jürgensen so, aber ich glaube, der ist safer, oder? Mal unabhängig vom Marktwert. Blendet den Marktwert mal aus. Marktwert ist jetzt nicht alles. Aber ich glaube, der macht mehr Sinn wie ihmchen hier, ne? Pucki zurückholen. Wäre sowieso nicht egal, da hätten wir eine wirkliche Rentnerband da vorne, ne? Guck mal, ob die Laie gehen würde. Also so, wie ich mir das vorstelle. Wir machen ohne Kaufoption. Nee, wir machen ohne Kaufoption. Weil wenn der wirklich gut ist, dann ist der 31. Und dann hat er keinen Marktwert mehr von 8,2 Millionen. Da können wir auch so ein Angebot machen. Da brauche ich keine Kaufoption für. Wir haben den 2 Jahre. Und der hat noch Panik, ne? Also das ist nicht die Stärke, die er eigentlich hat. Adeyemi oder... Nee, Adeyemi ist zu teuer, Jungs. Arnautovic, das kannst du auch nicht bezahlen. Kurz von der Erfahrungsstufe, ne? Der wäre halt schon stark.
will den Kaminski abschießen. Die den damals haben gehen lassen, der werde ich bis heute nicht verstehen. Ehrlich nicht. Das werde ich nie verstehen. So was Dummes, Alter. Wo sollen wir den denn hinjagen dann? Die spielen nur mit einer Spitze. Da ist die Chance sehr gering, dass der spielt. Die spielen Doppelspitze, Jungs. Lautern und Duisburg spielen Doppelspitze. Ich schick den nach Duisburg. Da haben wir ihn, das ging schnell. Wichtig auch, dass der in den Dings dabei ist. Dass der die Vorbereitung komplett mitmachen kann. Der geht mir auf die Klötze, Alter. Was heult der nur rum? Den werden wir mitnehmen für die neue Saison, glaube ich. Der Rolle 12 ist eigentlich nicht schlecht für die Hinrunde. Aber daneben war halt nichts, ne? Schön! Schön! Schön, ehrlich, schön. Oh, der kommt! Also ein Passlack? Den haben wir safe. Wir hoffen, dass er sich nicht verletzt. Ablösefrei. Hätten wir jetzt gebrauchen können, ne? Der ist stark, auch vom Geld her und so, aber das holt mir irgendwie nicht ab, Jungs. Bin ich ehrlich, auch wenn der ablösefrei ist. Aber ich will jetzt hier nicht einfach nur blind ablösefreie Spieler für nächste Saison holen. Wenn, da muss das auch passen. Schade, ich dachte, die wollen den abgeben, ey. Schade. Ich dachte, die wollen den abgeben, das wäre gut gewesen. Das hat gerade reingeschrieben, Joker, ne? 16,5. Bevor ich den hole, hole ich Marko Arnautović. Das sage ich dir aber. Rabi Matondo. Ja, perfekt. Hat sich ja richtig gelohnt, der Wechsel. Ansonsten, wir haben einen Stürmer. Wir haben für das Flügel die Leute. In der zweiten haben wir den Belgier noch. Den Prainer oder wie der heißt. Innenverteidigung. Ich bin im Überlegen, den Richards zu holen. Weil der Kaminski, der ist irgendwie keine Alternative mehr. Ne? Das ist eben... Boah. Der war nicht gut. Problem ist, der muss besser sein wie das hier. Lukas May auch gut, aber ich glaube nicht in dem Spiel. Relife war der auch, oder ist der auch bei Schalke im Gespräch, ne? Oder beim Gespräch gewesen. Ramos verlängert bei Real Madrid. Unrealistisch. Passlag auch. Safe. Okay, zwei sehr, sehr starke Transfers für nächste Saison. So, Braceface, Alter, mach was jetzt. Mach schön aber, ne? Braceface 1-0. Sehr gut. Läuft. Ja, die sollen ja eigentlich Selbstvertrauen sammeln. Gerade er hier, ne? Ahmed. Oh, der Ramon hat aber Bock, ne? Er hat keine Eingewöhnung, weil er die Sprache kennt. Ich hol den. So, hier wird jetzt erstmal schön saftig was fressen gegangen, ne? Schön saftig Steak. Also ich esse Steak, ihr könnt Pulle Wasser trinken. Ihr seid in der Vorbereitung, Jungs. Erbost. Mann, wir haben gar keine Fans mehr, die sind alle erbost. Bei jedem Transfer erbost. Ich muss noch ein Jugendinternat, wollten wir auch noch bauen, ne? Da müssen wir auch mal ran. Das dauert ja auch ein Jahr, bis das fertig ist, ne? Ja, Junge! Wichtig! Dafür haben wir ihn geholt. Knapp, aber Sieg ist Sieg. Erinnert mich gleich, wenn ich hochgehe, dass ich mir was zu trinken runterhole, ne? Ansonsten ja, big problems hier. In the city. So, ist noch nicht, ist noch alles drin hier. 4 Punkte. I just can't get enough. Hallönd! Düsseldorf absolut unangenehmer. Das ist Angstgegner von uns, ne? Egal, was für eine Mannschaft wir haben, Düsseldorf Angstgegner. Düsseldorf einfach der Angstgegner, ey. Mein Gott, Jungs, gerade von euch erwarte ich ein bisschen mehr. Noch ein Mann! Ahmed, Junge! Ja, Düsseldorf. Düsseldorf! Easy Punkte hab ich von Anfang an mit geplant, ne? Fest eingeplante 3 Punkte waren das gegen Düsseldorf. Oh, und jetzt kommen wir. Wir kommen. War aber wichtig, dass wir 6 Punkte jetzt nur noch haben. Oh, Kanone, alles klar. 100.000. Aber was ist der Mustafi? 100.000, Junge! Ja, wollte ich gerade bieten, ey. Scheiße, zu spät, ey.
Boah, perfekt. Team ohne Rückhalt läuft. Perfekt, perfekt. Team umstritten? Was? Jan-Marc Schneider. Perfekt. Das ist der Sohn von Jochen Schneider, oder? Anders kann ich mir die Kacke hier nicht erklären. Nein! Scheiß Unentschieden, ey! Aber hey, der hat mal getroffen. Boah, ist aber schon echt warm hier unten, ey. Bäh. Geil ist das nicht, ey.